I want to ask you to close your eyes and we're going to pray. Ich möchte, dass wir unsere Augen schließen und dann righteous beten. Father, gerechter Vater, in the name of the Lord Jesus Christ, in dem Namen des Herrn Jesus Christus, I want to thank you for this very moment. Danke ich dir für diesen Augenblick. I want to thank you for your precious holy word. Ich danke dir für dein kostbares heiliges Wort. I want to thank you for the privilege. Und für das Vorrecht, to share from your word, dass wir aus deinem Wort empfangen können. It's the word of the creator of the universe. Es ist das Wort des Schöpfers der ganzen Erde. And we are thankful, Lord. Und wir sind dankbar, Herr. We don't want to play with your word. Wir wollen mit deinem Wort nicht spielen. Your word has the last say. Dein Wort hat das letzte Wort. Your word has life. Dein Wort hat Leben. Your word has health. Dein Wort hat Gesundheit. We open up for your word. Wir öffnen uns für dein Wort. Holy Spirit, Heiliger Geist, move in us. Komm und wirke in uns. In the name in dem Namen Jesus. Give us insight into mysteries. Gib uns Einsicht in die Geheimnisse. Thank you, Father. Danke, Vater. Jesus, in Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen. Praise God. Preis dem Herrn. I have a question that may help you understand what we're going to be doing here today. Ich habe eine Frage, die dir helfen wird, das zu verstehen, was wir heute tun. You know, we have parents here. Wir haben Eltern unter uns. I want to ask if anyone who, you know, have kids, you put them in a place and then you open them up for, you know, like lions. You put them where lions are. I don't know if anybody that will be able to do that. Stellt euch mal vor, ihr seid Mutter oder Vater und habt Kinder und ihr würdet dann diese Kinder irgendwo hinbringen, wo Löwen sind. Just your aim was just you're going to have a family, you know, you have these kids and then you just put them in a place where a lion can come and just eat them up. War so dein Plan. Du hast eine Familie gegründet, um Kinder zu haben, um sie dann den Löwen vorzuwerfen. Anybody here? Hat jemand solche Gedanken, sowas zu machen? Praise God. Preis dem Herrn. Why is nobody raising hand up? Warum meldet sich niemand? Nobody would do that. Niemand würde sowas machen. Okay. I want to ask, is there anyone that would, you know, you love your kids so much, you hide yourself somewhere and you'll be poisoning their food, you know, so that they can eat, you know, and die? Anybody? Würdest du sagen, du liebst deine Kinder so sehr, dass du ihnen Gift ins Essen mischst, damit sie sterben? Anybody? Würde das jemand machen? Why? Warum? Why won't you do that? Warum würdest du sowas nicht tun? Anybody? Please, I need an answer to ich this. Brauche mal eine Antwort. Warum würdet ihr das nicht tun? Oh, because it's a sin. Weil es eine Sünde ist. Thank you very much. Huh? Because you love them so much. So was ist teuflisch zu tun und ich liebe meine Kinder so sehr, das würde ich ihnen niemals antun. It's devilish to do that. Es ist teuflisch, sowas do you zu tun. Say, you want to say the same? Okay, du wolltest
dasselbe sagen, dass du sie liebst. Are you better than God? Bist du besser als Gott? Praise God. Preist dem Herrn. How come some people think this thought? Wie kommt es dann, dass Menschen sowas von Gott denken, dass er sowas tun würde? That God is responsible for the evil. Dass Gott für das Böse verantwortlich ist. Do you want to think? Are you thinking on what I'm thinking right now? Könnt ihr mir folgen? How come some Christians? Wie kann es sein, dass einige Christen believe this? Sowas glauben. And blame God for all the evil. Und Gott die Schuld geben für all das Böse. For what they will never consider doing. Was sie selbst nie tun würden. They accuse God for it. Schieben sie Gott in die Schuhe und sagen, Gott macht sowas. Praise God. Preist dem Herrn. You see, there is a revelation that will help you to thrive. Es gibt eine Offenbarung, die dir hilft, vorwärts zu kommen. Amen. Amen. When you know who God is, wenn du weißt, wer Gott ist, what he has done for us, was er für uns getan hat, you will love God. Dann wirst du Gott lieben. There are thoughts you won't entertain about him. Und manche Gedanken über Gott würdest du gar nicht in deine Gedanken reinlassen. Amen. Amen. See, God didn't just get up and created the world and then got up and said, oh no, Jesus, we forgot something. No. Gott ist nicht, hat nicht die Welt geschaffen und hat dann später zu Jesus gesagt, Jesus, ich glaube, wir haben was vergessen. Everything he made alles, was perfect. Was er geschaffen hat, war vollkommen. The Bible said, it was very good. Die Bibel sagt, und es war sehr gut. If it wasn't good, God wouldn't have said it was good. Wenn es nicht sehr gut gewesen wäre, hätte Gott nicht gesagt, es war sehr gut. Amen. Amen. It was very good. Es war sehr gut. You see, let's assume 15 billion people will be on earth today. Angenommen, heute würden 15 Milliarden Menschen auf der Welt leben. God has enough oxygen for everyone. Gott hat genug Sauerstoff für jeden Einzelnen. He would say, oh, Jesus, they increase. What do we würde nicht sagen, Jesus, jetzt sind die so viele geworden, was machen wir jetzt? No, nein, he fixed everything. Er hat alles für alles Vorsorge getroffen. He knows the end. Er kennt das Ende von Anfang an. Praise God. Preis dem Herrn. He knows of everything that will transpire here. Er weiß von allem, was hier auf dieser Welt passieren wird. See, when you know these things, und wenn du das weißt, you will approach God differently. Dann gehst du mit einer anderen Haltung zu Gott. Amen. See, listen to me. When Jesus died on the cross, als Jesus am Kreuz starb, do you know what he said before he breathed the last breath? Weißt du noch, was er gesagt hat, bevor er seinen letzten Atemzug tat? It is finished. Es ist vollbracht. If he wasn't finished, wenn es nicht vollbracht gewesen wäre, wouldn't have said it was. Hätte er nicht gesagt, es ist vollbracht. Praise God. Preis dem Herrn. You begin to judge God because of this person and the other person. Du fängst an, Gott zu beurteilen aufgrund der bestimmter Menschen, die du kennst.
to understand what the Bible says. God is not about to heal you. He healed you before you ever got sick. Du musst verstehen, was die Bibel sagt. Gott wird dich nicht erst heilen. Er hat dich schon geheilt, bevor du überhaupt krank wurdest. I will show you soon. Ich zeige es dir bald. Amen. Amen. He is not about to heal you. Wird dich nicht erst heilen. God is going to heal you is the language we use to communicate with the people. Now he has healed us. Praise God. Wir sagen zwar immer den Leuten, ja, Gott wird dich heilen, um das den Leuten verständlich zu machen, aber er hat dich schon längst geheilt. Amen. Amen. And don't ever judge God because of who was healed or who was not healed. Und beurteile ever. Gott nie danach, wer geheilt wurde oder wer nicht geheilt wurde. Don't ever do that. Mach das niemals. Amen. Amen. You see, I have human reasons not to talk about healing. You won't know what ich habe menschliche Gründe, nicht über Heilung zu sprechen. You understand me? Verstehst du das? I know when I started newly, you know, and I'm talking about healing, praying for healing, and have a sick child. Ich weiß, wie das ist, wenn man über Heilung spricht und für Menschen betet, dass sie geheilt werden, und man hat ein krankes Kind zu Hause. Preacher. Prediger. Oh ja, Healer, oh ja. Komm, Heiler, mach mal. Did the devil try to stop me? Hat der Teufel versucht, mich aufzuhalten? Ja. Did he succeed? Hat er Erfolg gehabt? No. Nein. I will never. Und wird auch nie Erfolg haben. Praise God. Preis dem Herrn. If you serve God because a word didn't go well, you will hit the rock. Wenn du Gott dienst nach den äußeren Umständen, wirst du irgendwann auf Granit stoßen. If it goes well, oh, hallelujah, hallelujah. Und wenn es gut läuft, rufst du, yeah, hallelujah, if hallelujah. It goes the other way, Und wenn es dann nicht so gut läuft, dann großes Fragezeichen. Praise God. Preis dem Herrn. Listen. I remember when we were down there at the university. Ich weiß noch, wo wir uns immer in der Universität getroffen haben. That was when I knew the healing has nothing to do with the person who is ministering. I tell you the truth. Da wusste ich, die Heilung hat nichts mit dem zu tun, wer gerade predigt oder betet. I had fever. 39 points. Ich hatte I was cooking. 39 Grad Fieber. Ich, only God mir war and heiß. Myself knew what was going on. Nur Gott und ich wussten, was vor sich ging. You know, people were getting healed. Und die Leute wurden geheilt. If it was me, wenn they es would all get, all of them would have gotten fever. They would have gotten fever, all of them. Wenn es ich gewesen wäre, nach mir gegangen wäre, dann hätten alle anderen auch Fieber bekommen. Did I say no? Today is healing service, but it's not going to happen again. Sorry. Ja, habe ich gesagt, heute ist Heilungsgottesdienst, aber wir sagen den Heilungsgottesdienst ab. But you know what? Aber weißt du was? At the end of the healing service, am Ende des Heilungsgottesdienstes war ich auch geheilt. I said, Father, you're wonderful. Und habe gesagt, Vater, du bist wunderbar. You need to know who God is. Du musst wissen, wer Gott ist. The provision he has made for us. Was er für uns bereitgestellt hat. There are things you can't explain. Es gibt Dinge, die kannst du nicht erklären. Amen. Amen. I prayed for a dead child 5 hours. Ich habe für ein totes Kind gebetet 5 Stunden. In India. In Indien. I prayed according to some people, sote, you understand? And it got to the place where the guy that came with me left, went to eat. And you understand? Went to eat. Gebetet und gebetet, so lange und so intensiv. Und der Mann, der mich begleitet hatte und mit mir nach Indien geflogen ist, der hat irgendwann dann aufgegeben und ist essen gegangen. I knew that guy would not last, and that was what happened. Ich wusste, dieser Mann, der wird nicht lange durchhalten, und genau das ist auch passiert. You know, I finished, just I went to the hotel, pulled my suit out,
just dressed again, went to the evening program. It was from morning und, till evening. Ich habe nach dem Gebet bin ich nur schnell ins Hotel, habe meinen Anzug gewechselt und bin dann zum Abendprogramm. Es war von Morgen bis Abend gebetet. I would have been cast down and said, God, this, wow. Ich hätte niedergeschlagen sein können und sagen können, Gott, was ist hier los? Warum? Wieso? Weshalb? I may not explain what happened. Ich kann das nicht erklären, was da passiert ist. I may not. Ich kann das nicht. God knew what happened. Aber Gott weiß alles. It could be one stupid person was there saying the truth. You know what? Nobody knew what happened. Vielleicht war ja jemand da und der hat gesagt, das wird nie passieren, überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, was da im Hintergrund gelaufen ist. That was why Jesus. That is the reason why Jesus. You see him. He would send people out and go in with three. Deswegen liest du in der Bibel, dass Jesus andere Leute wegschickte und er ging nur mit drei Leuten rein. Because when unbelief pollutes the atmosphere, that will be it. Denn wenn Unglauben die Atmosphäre verunreinigt, dann ist was das. Amen. Amen. You need to know this. Das musst du wissen. But I went there in the evening. Dann war ich im Abendprogramm. And now big crusade. An dieser großen Evangelisation. I forgot what happened in the morning because miracles were happening everywhere. Und ich habe dann vergessen, was ich tagsüber erlebt hatte, weil so viele Wunder geschehen sind. That was where that 50 years old woman born blind was healed. Da wurde diese 50-jährige Frau geheilt, die blind geboren wurde. Amen. Amen. You see, you don't judge God by what happened to someone else. Du beurteilst Gott nicht anhand von den Dingen, die du siehst bei anderen. Whether it's a preacher or no preacher. Egal, ob das sich dabei um einen Prediger oder um einen anderen Person handelt. The only one that is just is the Almighty God. Der einzige, der gerecht ist, ist der allmächtige Gott. Sag Amen. He makes no mistake. Er macht keine Fehler. Just like he created all things, nothing lacking. The same way, everything we ever need is in the atonement. Und es, alles, was wir je brauchen, ist in dieser Erlösung drin. Amen. Amen. I want to show you a place in the scripture, okay? Ich möchte dir einen Vers zeigen in der Bibel. Ephesians chapter number 1, verse 3. Epheser 1, Vers 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Oh. Jeder geistlichen Segnung. Everything we will ever need. Alles, was wir je brauchen, has been given. Ist uns geschenkt. You see, today we say God is going to bless you. Heute sagt man oft, Gott wird dich segnen. Praise God. Preis dem Herrn. Good language. Es klingt gut. But he has blessed us. Aber eigentlich hat er uns schon gesegnet. But women will not understand. Is he, not everybody will understand. You are blessed. No, they don't understand. Aber nicht jeder versteht, wenn man sagt, du bist schon gesegnet. Amen. Amen. Lazarus died. Jesus said, our friend Lazarus is sleeping. Let us go and awake. Lazarus war gestorben. Jesus sagte zu seinen Jüngern, lass uns hingehen und ihn aufwecken. Er schläft. Und seine Jünger sagten, wenn er schläft, dann sollen wir ihn doch schlafen lassen. Das ist gut, dann wird er wieder gesund. Jesus knew if he continued to talk that way, they would never get what he was saying. Und Jesus wusste, wenn er weiter so spricht, werden seine Jünger nicht verstehen, um was es eigentlich geht. Then he used human language and said, our friend is dead. They said, oh. Und dann sagt er, hat er menschlich gesprochen, hat gesagt, unser Freund ist tot. Und sie sagten, oh. And Paul said, und Paulus sagte, he was in heaven.
Er war im Himmel. He heard words, und er hat Worte gehört, too hard to be uttered here. Die zu schwer sind, um sie hier zu sagen auf der Erde. Amen. Amen. Words too hard. Worte, die zu schwer sind. Because in heaven you don't speak like you speak here on earth. Denn im Himmel spricht man nicht so wie hier auf der Erde. You don't say I'm hungry. Da sagst du nicht, ich bin hungrig. No, not in heaven. Nicht im Himmel. Praise God. Preist dem Herrn. Just thought. Allein der Gedanke. You're full. Und du bist gesättigt. Praise God. Preist dem Herrn. Amen. I eat. Ich esse. I drink. Ich trinke. If someone say I eat, you say what? I eat? Okay, let us. No, Paul said he heard things. Also, Paul sagte, difficult. Er hat Dinge gehört, die zu schwer waren. He said you can't say use that word here. Und er sagte, man kann diese Worte hier nicht verwenden. Amen. Amen. He has blessed us. I tell you anything. I mean whatsoever. Er hat uns gesegnet mit allem, was wir je brauchen. Has been given unto us. Es ist uns geschenkt. Do you read in the Bible that God discovered that humans are eating too much meat and he created more cows? You read it in the Bible? Hast du irgendwo in der Bibel gelesen, die Menschen haben zu viel Rindfleisch gegessen, deswegen musste Gott nochmal neue Kühe schaffen? Is it in your Bible? Habt ihr das irgendwo in der Bibel gefunden? That one he created from the beginning. Das, was er von Anfang an has power of reproduction. Geschaffen hat, hat die Kraft in sich zur Vermehrung. Amen. Amen. The coming of Jesus. Das Kommen von Jesus has everything. Hat alles in sich. Amen. Amen. It takes revelation. Du brauchst Offenbarung darüber. And today, und heute, it begins here. Empfängst du diese Offenbarung. If you don't want to say amen, I'll help you to say amen, okay? Wenn du selber nicht Amen sagst, dann sag ich für dich Amen. Praise God. I want to see 2 Peter chapter 1 verse 3. 2. Petrus 1, Vers 3. According as his divine power had given unto us all things that pertain unto life and what? God. Did you hear all things? According as his divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that had called us to glory and virtue. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Hier steht wirklich alles. Alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. All. Alles. Only few people spend time to search out what are those things. Nur wenige nehmen sich die Zeit, um herauszufinden, was gehört denn alles dazu. Some believe if it is the will of God, it will come to them. Manche glauben, wenn es Gottes Wille ist, wird es schon einfach irgendwann zu ihnen kommen. Poor people. Mir tun diese Menschen leid. If God wants me to be a professor, I will be a professor. Wenn Gott will, dass ich ein Professor werde, dann werde ich einer über Nacht werden. Praise God. Preist dem Herrn. It's like a poor man. Wie ein armer Mann, had a dream. Der einen Traum hatte.
that he was flying a plane. Dass er ein Flugzeug geflogen ist. So he told his friends. Und er hat seinen Freunden davon erzählt. You know what they told him? Und weißt du, was seine Freunde ihm sagten? See, you have malaria. Du hast bestimmt Malaria. See, it will never happen. Und sie sagen, das wird nie passieren. See, such dream is the dream of someone with malaria. Sie sagen, sowas träumt man nur, wenn man Malaria hat. If you are waiting for what belongs to you will come to you. Wenn du darauf wartest, dass das, was dir gehört, einfach zu dir kommt. I don't want to say that you have malaria. Dann sage ich nicht, dass du Malaria hast. But it will never happen. Aber es kommt nicht einfach so. Amen. Amen. You got to go for it. Du musst dem nachjagen. Amen. Amen. Praise God. Preis dem Herrn. God has made available. Gott hat alles bereitgestellt. Look, I keep telling you this. Electricity has been there from the beginning. Ich sage euch immer wieder dieses Beispiel vom Strom. Elektrizität gab es schon von Anfang an. It's been there. Es war schon immer auf der Welt. God put it in man. Und Gott hat es in den Menschen, in die Menschen gelegt. But it takes someone who will say, you know, there's something more than what we know. Aber es braucht jemanden, der sagt, es gibt etwas mehr als was wir bisher kennen. Amen. Amen. Thousands of years. Tausende von Jahren. Men live without it, enjoying electricity. Lebten die Menschen ohne Strom. Let's assume. Not your house. I mean, someone's house. The electricity was cut off. Okay. Stell dir mal vor, irgendwo fällt der Strom aus. You're not going to cook because you're not going to get go gather firewood. Du kannst nicht kochen. Du kannst ja nicht irgendwas Holz sammeln und dann ein Feuer machen. Your handy. Dein Telefon. The moment the last one is done. Sobald der Akku abgelaufen ist, kannst du es nicht mehr verwenden. It will be a different world for you. Für dich wird es eine große Umstellung sein, ohne Strom zu leben. But people lived that way before. Aber Menschen haben so gelebt. Until someone came and said, there is more. Bis jemand sagte, das gibt mehr. God has given us all. We need to go for it. Gott hat uns alles gegeben und danach müssen wir uns ausstrecken. See, the power that raised Jesus from the dead is inside of us. God put in us. Verstehst du, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in uns. Gott hat sie in uns hineingelegt. He has given unto us everything we will ever need. Everything. Er hat uns alles gegeben, was wir je brauchen. So if you ask him give, it's an insult. Und wenn du ihm sagst, gib mir, dann ist das wie eine Beleidigung. And people want to be religious and they say, oh God, come and heal the sick. Und Leute, die wollen religiös klingen und sagen, oh Gott, komm und heile die Kranken. It's good, but not too good to get the sick healed. Es ist gut, aber es ist nicht zu gut, um Kranke wirklich zu heilen. Amen. Amen. Because he told us to heal the sick. Weil er uns gesagt hat, heilt die Kranken. Praise God. Preist dem Herrn. Amen. Amen. He told us to heal the sick. Er hat uns den Auftrag gegeben, die Kranken zu heilen. So, what I want to share in a nutshell, even though the time is already up. Was ich sagen, euch mitteilen möchte, is that there's something we have that is we call believers' authority. Ja, das ist etwas, was wir haben und man nennt das die Autorität der Gläubigen. God knew that without power it is impossible to live on earth. Gott wusste, dass es nicht möglich ist, hier auf der Erde zu leben, wenn wir keine Kraft haben. You can see this in Genesis chapter number 1 and verse 26 to 27. Und du siehst es in 1. Mose 1, 26 und 27. And God said, let us make man in our image after our likeness. Wo Gott sagt, lass uns den Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich.
And let them be like we are. Let them have dominion. Sie sollen herrschen, so wie wir. Amen. Amen. Let them have dominion. Sie sollen herrschen. Over the works of our hands. Über die Werke unserer Hände. He didn't say, let them be weak. He said, let them have dominion. Er hat nicht gesagt, sie sollen schwach sein, sondern sie sollen herrschen. Adam lost it. Adam hat seine Herrschaft abgegeben. But you know what? Aber weißt du? Jesus came. Jesus kam. And brought all power. Und hat alle Macht. Amen. Wiederhergestellt. Can we see the book of Matthew chapter 28 verse 18? Das schauen wir uns mal an in Matthäus 28, Vers 18. There is something God gave to believers. Da ist etwas, was der Herr den Gläubigen gegeben hat. Halleluja. Halleluja. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Praise God. Preis dem Herrn. He didn't say, some power has been given to me. Er hat nicht gesagt, mir ist ein Teil der Macht gegeben. He said, all. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht. Praise God. Preis dem Herrn. Amen. Amen. He said, all power has been given unto me. Alle Macht ist mir gegeben. All. Alle Macht. He didn't go to heaven with that power. Er ist nicht in den Himmel gegangen und hat diese Macht mitgenommen, sondern hat sie uns gegeben. I remember this great man of God, Kenny Hagin, where he said he was talking with Jesus and a demon came. He was looking at Jesus to cast out the demon. Jesus was looking at him. He didn't understand that, and all of a sudden Jesus disappeared. Dieser große Mann Gottes, Kenneth Hagin, hat mal erzählt, dass er eine Begegnung mit Jesus hatte und sich mit Jesus gerade unterhalten hat, als ein Dämon kam. Und Kenneth Hagin hat Jesus angeschaut, dass Jesus was macht. Jesus hat Kenneth Hagin angeschaut und dann ist Jesus verschwunden. He was angry. Und Kenneth Hagin hat sich geärgert darüber. How come Jesus allowed such devil to interrupt the discussion? Wie kann es sein, dass Jesus zulässt, dass so ein Dämon unser Gespräch unterbricht? Jesus, because of his love, he want mankind to learn. He came back to the man and he said, he asked him, what happened? Und Jesus kam später zu dem Mann zurück, weil er also so sehr, die Menschen so sehr liebt und auch möchte, dass die Menschen verstehen, was Sache ist. Und Kenneth Hagin fragt ihn dann, was war denn los, warum hast du nichts gemacht? Jesus sagt, I couldn't do it. Jesus sagt, ich konnte nichts tun. He said, what? Sag, was? He said, I've given you the power. Ich habe doch dir die Macht gegeben. He said, you mean I can. Und er sagte, du meinst, ich kann ihn wegschicken? Yeah. Ja, sagte Jesus. And he said, in the name of und er sagte, in dem Namen Jesus und der Dämon hat die Flucht ergriffen. Wir haben Autorität, wir haben die Macht. Oh God, come down and manifest your power. Oh Lord, come down. And manifest your power. Do we prepare choir here right now? Komm herab und mach deine Kraft offenbar. Oh Lord, come down and manifest your power. Oh Lord, come down and manifest your power. Könnte man als Chorlied aufgreifen. And you think you are singing good song. Und du denkst, oh, das ist ein wunderschönes Lied.
useless song. Aber dieses Lied kannst du die Tonne kloppen. Praise God. Preis dem Herrn. Useless song. Ist ein nutzloses Lied. Amen. I remember the first time I was in the United States and they were singing Pass me not by gentle savior. I said, what? Die haben die gesungen, geh nicht an mir vorbei, lieber Retter. I said, und ich what? Dachte, was? Useless song. Auch ein sinnloses you Lied. Feel good singing it. Du fühlst dich vielleicht gut, wenn du es singst. But it's contrary to God's word. Aber es stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein. He said, I will never leave you. Er hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen. Read the last verse of this place. Vers 20, please. Geh mal zum letzten Vers von diesem Kapitel. Vers 20. He said, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and behold, I'm with you always, even unto the end of the world. And he said, what? Amen. Und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen, sagte er. Praise God. Preis dem Herrn. Amen. Amen. He gave us power. Er hat uns Macht gegeben. Alright. Okay. So believers have something. Die Gläubigen haben also etwas in der Hand. Acts of Apostles chapter 3 verse 1 to 8. Apostelgeschichte Kapitel 3 Vers 1 bis 8. We are going to stand in this authority and tell the devil enough. Wir werden in dieser Autorität stehen und sagen, Teufel, es reicht. Yeah, but I have been doing it. Keep doing it till he knows he can't stay again. Aber das habe ich doch schon mal gemacht. Mach weiter so, bis der Teufel weiß, dass er keine Chance mehr bei dir hat. That is why it is called the fight of what? Faith. Deswegen wird es als Glaubenskampf bezeichnet. Refuse to give up. Weigere dich aufzugeben. Refuse to judge God's word because of the situation. Don't do that. Und weigere dich Gottes Wort zu beurteilen anhand der Situation um dich herum. Amen. If it's not working, wenn es nicht funktioniert, it is either you are wrong or something else happened you don't know. Dann liegt entweder die Schuld bei dir oder es ist etwas, was von Dingen, so ist etwas da, was du nicht weißt. That day I prayed for that dead child 5 hours. There's no thought that didn't come. There was no thought that didn't go through my mind. An dem Tag, als ich 5 Stunden lang für dieses tote Kind gebetet habe, da gab es keinen Gedanken, der nicht durch meinen Kopf ging. Is it because of the family? Ist es an der Familie oder ist es hier oder was? But you know what? Aber weißt du was? In the same program. In demselben Programm. A woman was dead for 24 hours. War eine Frau, die vor 24 Stunden gestorben war. When they experienced the miracles taking place. Als sie die Wunder gehört haben, die geschehen sind, came with the clothes of that woman that died to the program. Kam sie mit den Anziehsachen der Frau zum Programm. And the woman got up. Und die Frau ist zu Hause wieder aufgestanden. Now, when I heard it, als ich das gehört habe, said, oh, that little baby. Dachte ich, und dieses kleine Baby? Did that stop me from praying for? Hat das mich zurückgehalten, für andere zu beten? I prayed for other dead people also. Ich habe auch für andere tote Leute gebetet. Amen. Amen. Praise God. Preis dem Herrn. Don't judge God for because of anything. Don't do that. Verurteile nicht Gott aufgrund der Dinge, die du siehst. There are things he knew you don't know. Es gibt Dinge, die er weiß, die du nicht weißt. Say amen. Sag Amen. So if you don't know. Wenn du also das nicht weißt, dann sei lieber ruhig. Even if he's trying to, auch wenn es versucht rauszukommen. Kill it inside. Töte es drinnen. You know this story, okay? Ihr kennt diese Geschichte. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried
whom they laid daily at the gate of the temple, which is called beautiful to us, arms of them that entered into the temple. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von allen, die in den Tempel gingen. Who seen Peter and John? Who seen Peter and John about to go into the temple ask an alms? And Peter, fastening his eyes upon him with John, and said, "Look on us." Peter said, "Look on us." Didn't say, "Look on Jesus." This is very serious. Als diese Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingingen wollten, bat er sie um einen Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach: "Sieh uns an." Es ist interessant, dass er nicht sagte: "Sieh Jesus an", sondern "Sieh uns an." And he gave heed unto them, expecting to. The guy was expecting a different thing. You understand? Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen, aber er hat an was anderes gedacht. Listen, you could say to people, "Look on us, because Jesus lives in you," but not because you want to promote yourself. Du kannst sagen, schau mich an, weil du weißt, dass Jesus in dir lebt. Du sagst es nicht, um dich groß zu machen. Amen. Amen. All right, but the man was expecting to receive something from them. Then said Peter, "Silver and gold have I none." Many people still quote it today. Da sprach Petrus: "Silber und Gold habe ich nicht." Viele Leute nehmen das heute noch als Bibelzitat. Amen. Amen. He said, "But such as I have, give." This one is what gives me joy. "Such as I have, give I thee." So there is something we have. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Es gibt also etwas, was du hast. We have something. Wir haben etwas. We have the name of our Lord Jesus Christ. Wir haben den Namen des Herrn Jesus Christus. And he said, "In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. The man was over 30, okay? It's not like a little baby. Crippled from. Das war ein erwachsener Mann, kein kleines Kind, und er war von Geburt an gelähmt. And then Peter reached out. Und Jesus reichte ihm die Hand. Peter. Ach nee, nicht wie Jesus. Petrus reichte ihm die Hand, sorry. Exactly. Because Jesus is inside. Aber Jesus war in Petrus. Also Petrus erreichte ihm die Hand. And then lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. Und richtete ihn auf, da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. That is the act of faith. Das ist dieser Glaubensschritt. That's why I would say to people that we pray those things you could not begin to do them. Das ist der Grund, warum wir Leuten sagen, nachdem wir für sie gebetet haben, dass sie Dinge tun sollen, die sie vorher nicht tun konnten. Aber viele tun nichts und denken, ja, wenn es Gottes Wille ist, dann wird es schon irgendwie. God will come and pull my leg. Dann wird Gott mein Bein ausrichten und God strecken will not pull oder your leg. Was auch immer machen. Nein, Gott wird nicht kommen und dein Bein Amen. Strecken. He didn't pull you this morning to this place. Er hat dich heute Morgen nicht hierher gezogen. Amen. Amen. He will not. Er wird es nicht tun. So when he told the man, "Take your bed and walk." Als er dem Mann sagte, nimm dein Bett und geh. He knew there's something you can do. Er wusste, dass dieser Mann etwas tun konnte. Say amen. Amen. You see, when you learn this, wenn du das lernst, it will help your faith. Wird es deinem Glauben helfen. You are not ordinary. Du bist kein gewöhnlicher Mensch. We receive something. Wir haben etwas empfangen. Luke 10, 19. Lukas 10, 19. Behold, I give unto you all power. Siehe, ich habe euch Vollmacht, oder ich gebe euch Vollmacht. You understand? To tread on serpents and scorpions. Auf Schlangen und Skorpione zu treten. And over all the power of the enemy. Und über alle Gewalt des Feindes. Can you hear Jesus? Kannst du Jesus hören? He said, "And nothing shall by any means hurt you." Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden.
This is the type I used. I will take off and run. Das ist ein Vers, den kann ich nehmen und lossprinten. Just to know, nothing shall by any means. Einfach zu wissen, nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Praise God. Do you know what makes this scripture powerful? Weißt du, was diesen Vers so stark macht? When you know who you are. Wenn du weißt, wer du bist. In Christ Jesus. In Christus Jesus. It makes your faith strong. Dann wird dein Glaube stark. I read this place. Okay, let's see. Philemon chapter 1, verse 6. Ja, lass uns mal zu Philemon 1, Vers 6 gehen. I read that place this week in discipleship training. Ich habe diesen Vers diese Woche im Jüngerschaftstraining benutzt. That the communication of your faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns ist, das in uns im Hinblick auf Jesus Christus ist. Wow. Do you see that? Siehst du das? You see what makes the faith as effective, your faith effective? Was macht denn deinen Glauben wirksam? By recognizing whom God made you, who Christ is in you. Wenn du erkennst, wer du in Christus bist und wer Christus in dir ist. That's why you see us praying Ephesians chapter 1 from verse 17 every now and then. Deshalb beten wir so oft nach Epheser 1 ab Vers 17. That we might know. Dass wir erkennen, what he's done for was us. Er für uns getan in hat. Christ Jesus. In Christus Jesus. Then he didn't do half job. Er hat nicht ein halbes Werk getan. It was perfect. Er hat das vollkommen gemacht. And he said it was finished. Und er sagte, es ist vollbracht. That we have authority. Dass wir und da, wir haben Autorität. Amen. Amen. You want to see it again? You read the book of Matthew chapter 10 verse 1. Oder dann liest du Matthäus Kapitel 10 Vers 1. And the Bible said that Jesus called unto him his disciples and gave them power and authority over all demons to cast them away and to heal all manner of sickness and all manner of disease. All. Und da steht, und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. All. Everybody say all. Sag mal, jede. I don't know what it is in your language. If you go to Greek, it's all is all. Go to Hebrew, all is all. Egal in welcher Sprache, alles ist alles oder jedes Amen. Ist jedes. All. Das ist alles eingeschlossen. Es gibt keine Ausnahmen. In German, all is what? All. In Deutsch sagt man auch, für all ist alles. Amen. So, to cast them out. How? Sie auszutreiben. How? Wie? Because someone will be asking, how do I cast them out? I guess there are some, you know, we call them prayer house churches. They use broom. 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 You understand? Sweep them out. Sweep out. Demon. Wie macht man denn das? Even demon will be laughing at them. Es gibt manche Gruppen, die nehmen einen Besen und wollen so den Dämonen austreiben oder rausschicken. Praise God. Preis dem Herrn. Amen. Amen. Can you see the book of Philippians chapter 1 verse 2? Chapter 2 from verse 9 to 11. Philippa, Kapitel 1, 2, 9 bis 11.
Sorry, before we go to this place, because this is what we're going to read before we pray, I want to see the book of Matthew chapter 8, verse 16. Because the question I asked was, how are you going to cast out devils? Ich habe ja gesagt, sollen wir sie austreiben? Deswegen gingen wir, bevor wir zu Philipper gehen, erstmal zu Matthäus 8, Vers 16. Okay. When the evening was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his word and healed all that were sick. Did you hear that? Matthäus 8, Vers 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Hast du das gehört? So, how did he cast out the spirits? Wie hat er die Geister ausgetrieben? With his word. Mit seinem Wort. Not by whipping. Also nicht mit einer Peitsche oder einem Besen. Okay. How did he heal? Wie hat er geheilt? Word. Mit seinem Wort. So, how am I supposed to heal? Wie soll ich jetzt heilen? Word. Mit dem Wort. You see, I'm saying this is so that every one of us would do the same thing, amen. Ich sage das, damit wir alle dasselbe tun. All of us can heal the sick. Alle von uns können die Kranken heilen. Talk to the situation. Say, I command you in the name of Jesus. Bow. Pass out of my body in the name of Jesus. Sprich zu der Situation. Sei in dem Namen Jesus befehle ich meinen Körper zu verlassen. Amen. Amen. Refuse to accept the lies of the devil. Say, no, devil, I will not take your lies anymore. Nimm die Lügen des Teufels nicht mehr an. Sag, Teufel, ich nehme deine Lügen nicht mehr an. In Jesus' name. In Jesu Namen. I have been healed in Christ. Ich bin geheilt in Christus. If you read verse 17, wenn du Vers 17 liest, he said himself took our infirmities. Da steht, er selbst nahm unsere Schwachheiten, you know, and bore our diseases. Und trug unsere Krankheiten. So refuse to take them. Nimm sie also nicht selber. Say amen. Amen. You refuse to accept it. Say no, I will not be sick in the name of Jesus. Nimmst sie nicht mehr an und sagst, nein, ich werde nicht mehr diese Krankheit annehmen. Everything you will ever need. Alles, was du je brauchst. That we will ever need. Alles, was wir je brauchen. Jesus paid for. Hat Jesus für uns that's bezahlt. Why, that's why he said, I came that they may have life. Und er and sagt, have it in full. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Whether you've been praying and you are sick, it does not change God's word. It means there is something you have. That you need to know. Oh, ob du jetzt gebetet hast und du immer noch Krankheit verspürst, das ändert Gottes Wort nicht. Dann heißt es, dass du etwas nicht weißt. Amen. I just want you to know that God has paid for us and we need to rise up and take our place. Ich möchte nur, dass du verstehst, dass Gott für uns bezahlt hat und wir müssen das annehmen. And there is nothing that has God power to stop us. Und es gibt nichts, was die Kraft hat, uns aufzuhalten. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Finally, Philippians chapter number 2 in verse 9. Also jetzt zum Schluss Philipper Kapitel 2 auf Vers 9. You all know what that place. What is there? Ich glaube, die meisten kennen diesen Vers. I just want to read this place for you to use this authority in the name of Jesus and talk to whatever have been standing and resisting you. Going to tell them you bow in the name of Jesus. Und ich möchte es einfach nur nochmal lesen, damit du weißt, dass ich alles vor ihm beugen muss. The Bible says, wherefore God also has highly exalted him and hath given him a name. Which is above every name, that at the name of Jesus. Ooh, glory to God. Every knee should bow of things in heaven and on things in the earth and things under the earth. That is heaven, angels, earth, humans, under demons. They will do all bow to the name of Jesus. Say amen. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, die Engel, und irdischen, das heißt die Menschen und unterirdischen, die Dämonen.
And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Can you stand and give Jesus a clap? Können wir aufstehen und Jesus dafür preisen? Lord, we give you praise. Herr, wir preisen dich. We give you praise, Lord. Wir preisen dich, Herr. Thank you in the name of Jesus. Danke in dem Namen Jesus. Give you praise. Wir preisen dich. Woo! We honor you, Jesus. Wir ehren dich, Jesus. He paid for us. Du hast für uns bezahlt. We refuse to be sick. Wir weigern uns, krank zu sein. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. We love you, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Thank you, Father in heaven. Danke, Vater in im Himmel. In the name of Jesus. I want you here or online. Ich möchte hier oder online. If you are sick in your body. Wenn du krank bist in deinem Körper. We read it just a while ago. Wir haben das gerade erst gelesen. That Jesus took. Dass Jesus unsere Schwachheiten auf sich so nahm. So you're going to declare for people who believe that sickness is the will of God or God is teaching them lesson or wanting or the other or doesn't want, just refuse to accept. Say, it is not God's will for me to be sick. Ja, ich möchte, dass du einfach, egal was du gelernt hast oder gehört hast, dass Menschen sagen, ja, die Krankheit kommt von Gott und Gott wird nutzt das, um uns was beizubringen. Vergiss das alles und sag, Jesus hat sie getragen für mich und ich nehme diese Krankheit nicht mehr an. And if you have ever blamed God because of who was healed or who wasn't healed, you will repent. Und wenn du Gott schon mal die Schuld gegeben hast, weil jemand nicht geheilt wurde oder jemand anders geheilt wurde, dann tu Buße darüber. Say, God, I'm sorry, it was ignorant. Und sag, Herr, es tut mir leid, ich hab's nicht besser gewusst. I'm coming to accept my healing, what you've done for me. Ich komme und nehme die Heilung an, die du für mich bezahlt hast. In the name of the Lord Jesus Christ. In dem Namen des Herrn Jesus Christus. Go ahead and talk to God. Ich spreche jetzt so zu Gott. Do not worry at the madness of the devil. Mach dir keine Gedanken darüber, dass der Teufel wütend ist. He's just making noise. Er macht nur Lärm. We have authority over him. Wir haben Autorität über ihn. So take your place. Deshalb now. Nimm jetzt deinen Platz ein. Say, sickness is not God's will. Und sag, I refuse to be sick. Krankheit ist nicht der Wille Gottes für mich. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. I receive my healing. Ich empfange meine Heilung. I receive forgiveness for wrong beliefs. Ich empfange Vergebung für falsche Überzeugungen. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. This is my turn. Das ist jetzt meine Zeit. Das ist mein Augenblick zu empfangen. In Jesus' name. In Jesu Namen. And there is no sickness that was not paid for. Und es gibt keine Krankheit, für die Jesus nicht bezahlt hat. In the name of Jesus. If you have, in dem Namen Jesus. If you have prayed this prayer. Wenn du das gebetet hast. Now begin to command healing into your body. Rufe Heilung aus über deinen Körper. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. It does not matter what that is. Believe es God. Ist egal was das ist, glaube Gott. Yeah, the Bible said the kingdom suffer violence, so violent men takes it by force. Take your healing in the name of Jesus. Die Bibel sagt, das Reich Gottes leidet Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Nimm deine Heilung in Anspruch. Yes, you talk to your body. Talk to your body. Sprich zu deinem Körper. Command your body to be healed in the name of Jesus. Ruf aus, dass dein Körper geheilt ist. I know you know what the doctor told you. Ich weiß, du kennst das, was der Arzt dazu sagt. But take God's word. Speak God's word to that situation. Gottes Wort und sprich in die Situation. Remember, the Bible says all things that pertain to life. Die Bibel sagt, alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. God has given to us. Hat Gott uns geschenkt. All the things that pertain to life. Alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Thank you, Father God. Danke, Vater Gott. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Thank you.
Yours may not be healing, me might be finance or whatever. Vielleicht ist es bei dir nicht das Thema Heilung, sondern das Thema Finanzen oder ein anderer Bereich in deinem Leben. Use the word. Nimm das Wort. Talk to the situation. Sprich zu der Situation. Command our situation to bow to the word of God. Ruf aus, dass diese Person, diese Situation sich vor Gottes Wort beugt. Tell the devil, I was not saved to suffer. Und sagt dem Teufel, ich wurde nicht gesandt, um zu leiden. I was saved to prosper. Gerettet, um zu leiden. Ich wurde gerettet, um erfolgreich zu sein. To walk in divine health. Um in göttlicher Gesundheit zu leben. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Barakuta paranene muje tekama daniba astubukua batiba alatua barasike temuna. Devil, I paralyze your hold in the name of Jesus. Everlasting Father, in the name of your holy child Jesus. Ewiger Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus. I want to thank you for your precious holy word. Möchte ich dir für dein kostbares heiliges Wort danken. Thank you for the inherent power in your word. Danke für die Kraft, die in deinem Wort ist. I release the power of the word in the name of the Lord Jesus Christ. Ich setze die Kraft frei, die dem Wort des Herrn Jesus Christus ist. And everyone under the sound of my voice. Und jeder, der meine Stimme hört. Here or online. Hier oder online. In the name of the Lord Jesus Christ. In dem Namen des Herrn Jesus Christus. I command healing into your body. Rufe ich Heilung aus über deinen Körper. From the crown of your head to the soles of your feet, be made whole. Von Kopf bis Fuß sei geheilt. Receive now. Empfange jetzt. That thing they call incurable is curable. Receive your healing now. Das, was unheilbar genannt wird, ist heilbar. Empfange jetzt in dem Namen Jesus. Right now. Jetzt. Right now. Jetzt. Right now. Jetzt. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Receive your healing. Empfange deine Heilung. Freedom. Freiheit. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Thank you, Father God. Danke, Vater Gott. Thank you, Father God. Danke, Vater I Gott. I release miracle working power of God. Die wunderwirkende Kraft Gottes frei. In Jesus name. In Jesu Namen. And in anyone's body. Und in dem Körper von jedem Einzelnen. Anything dead that ought not to be dead. Alles, was dort nicht sein sollte. I command those things to die and pass out in Jesus' name. Ich befehle, dass diese Dinge absterben und rausgehen aus deinem Körper. And the things that ought to be dead that are not dead, I command that to be recreated now in und Jesus' name. Alles, was nicht da ist, aber da sein sollte, soll wiederhergestellt werden in dem Namen Jesus. Be healed in your liver. Sei geheilt. Be healed in your kidneys. In deiner Leber, in deinen Nieren. In your pancreas. Sei geheilt in deiner Bauchspeicheldrüse. I command the perfect insulin secretion. Und ich rufe aus, dass das Insulin in richtigem Maß ausgeschüttet in wird. In Jesus' name. In dem Namen Jesus. Heart, I command you be healed in Herz, the name of Jesus. Ich befehle dir, sei geheilt. And function properly in order. Funktioniere ganz normal. Thank you, Father God. Danke, Vater Gott. Glory, honor. Ehre und Herrlichkeit. Praise and worship. Anbetung, be ascribed unto Lob sei dir. Healing is taking place. Heilung geschieht. Right now. Jetzt. Amen. Healing. Amen. Healing. Heilung. Healing. Heilung. Healing in the name of Heilung Jesus. Heilung in dem Namen Jesus. Receive now. Empfange jetzt. Woo! Give him praise. Give him praise. Preist ihn. Preist ihn.
Halleluja! 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 Give Jesus praise! Preist Jesus, preist Jesus! Amen! Amen! And you know what I want to encourage you to do? Weißt du, was ich euch, wozu ich euch ermutigen möchte? Begin to pray for the sick. Fang an, für Kranke zu beten. I want to hear your testimony. Ich möchte hören, was du dabei erlebst. Pastor, I prayed for the sick. Ich habe für die Kranken gebetet und sie sind geheilt worden. I will be very glad. Oh, da würde ich mich sehr darüber freuen. Let me tell you why people don't pray for sick. Weißt du, warum die Leute nicht für Kranke beten? That may not be true with you, but vielleicht I'm just trifft telling das nicht auf dich zu, aber you are afraid that what happens if he's not healed. Du hast immer Angst, dass was ist, wenn nichts passiert? What happens if he's healed? Aber was ist denn, wenn es passiert? Amen. Amen. So go out and pray. So geh und bete für you Kranke. Will be shocked. Du wirst überrascht sein. Because the person has been healed before you got to the place. Denn die Person wurde schon geheilt, bevor du überhaupt dorthin you kamst. Only downloads healing and that's du lädst die Heilung einfach nur herunter für sie. Glory to God. Ehre sei Gott. You glorify your name. You glorify your name. You glorify your name.